Ja, vielen Dank, Urs Spörri, vielen Dank auch dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt, dass mir die Gelegenheit gegeben hat, hier heute Abend zu Ihnen zu sprechen. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass Filme der Jahre 30 bis 45 noch auf einer großen Leinwand im Kino zu sehen sind heutzutage. Als ich so die erste Berührung mit dem Kino der 30er, 40er Jahre bekommen habe, war das noch anders. Das war so in den 60er Jahren, als ich so meine ersten Seherfahrungen gemacht habe mit Uferfilmen der, ja, sagen wir mal, frühen 30er Jahre, aber dann eben auch der Jahre 33 bis 45. Da liefen diese Filme noch in Matineen oder auch in Nachmittagsveranstaltungen. Es war immer recht gut besucht. Heute sind solche Veranstaltungen eher mal die Ausnahme geworden und umso mehr ist ja dem Deutschen Filmmuseum zu danken, dass es unser filmisches Erbe eben auch, was diese schwierige und problematische Zeit angeht, regelmäßig vorhält und dann eben auch noch mit Vorträgen flankiert. Ja, meine Damen und Herren, ich habe schon gehört, Norbert Grob hat über das amerikanische Star-System gesprochen, das Classic Hollywood. Ich weiß, er bereitet dazu auch eine Publikation vor, die bestimmt auch sehr, sehr spannend wird, die Erkenntnisse eines Symposiums mit einbezieht, das vor einigen Monaten an der Uni Mainz stattfand. Und er ist ja Spezialist, was Star-Kino angeht, was das amerikanische Star-Kino angeht. Und ja, umso glücklicher bin ich heute, dass ich seine Arbeit sozusagen ergänzen kann durch einen Blick auf das deutsche Star-Kino und speziell auf einen Abschnitt der deutschen Filmgeschichte, der ja sehr, sehr problematisch gilt, weil er eben sozusagen die politischen Rahmenbedingungen dergestalt waren, dass eine freie Entfaltung der kreativen Kräfte damals in Deutschland eben so nicht stattfinden konnte, nicht stattfinden konnte. Das deutsche Starsystem als solches hat eine lange Geschichte. Es ist kurioserweise mit dem Namen der Stadt Frankfurt verbunden, denn im Mai 1911 wurde hier ein Vertrag geschlossen über die Gründung einer Filmproduktionsgesellschaft, der PAGU, die mit dem damaligen Filmstar Asta Nielsen aus Dänemark einen Vertrag über 24 Filme geschlossen hat. Und darauf begann also so eine quasi serielle Produktion von Filmen, in denen Asta Nielsen das Vehikel war. Sie war sozusagen der alleinige Star. Und diese Filme fanden weite Verbreitung. Asta Nielsen, obwohl dänischer Herkunft, darf als so der erste deutsche Filmstar gelten. Das Jahr 1911 markiert überhaupt so einen Wendepunkt in der Kinogeschichte. Denn vorher war Kino, war das Lichtspielwesen eine ambulante Angelegenheit, fand auf Jahrmärkten statt, in Zirkuszelten, zog also auch von Ort zu Ort. Und das Jahr 1911 markiert insofern einen Einschnitt, als da zum ersten Mal stationäre Kinos in Deutschland aufkamen. Das heißt, es wurden eigene Lichtspielhäuser, später dann auch Lichtspielpaläste gebaut. Es wurden Theater umgebaut in Kinos oder Revue-Theater, die also einer neuen Bestimmung zugeführt wurden, denn dieses Medium versprach einen großen Profit. Und so gesehen ist es eben auch kein Zufall, dass im Jahr 1911 die Stars in Deutschland Einzug gehalten haben. Asta Nielsen war nicht alleine, sondern wurde sehr, sehr bald begleitet von einem weiteren weiblichen Star. Das war Henny Porten. Auch Henny Porten hat im Jahre 1911 ihren ersten Film hier in Deutschland gedreht. Ihr Vater Karl Porten war befreundet mit dem deutschen Kinopionier Mester und da lag es nahe, dass Karl Porten seine Tochter
Henny, die gerade mal 20 war, ins Rennen geschickt hat, um hier Melodramen zu drehen mit so wunderbaren Titeln wie Liebesglück einer Blinden oder Der Sieg des Herzens oder Märtyrerin der Liebe. Das waren so die Filme und die Genres, die Henny Porten bedient hat, und zwar in Serie. Es gab Jahre, in denen Henny Porten bis zu sechs lange abendfüllende Spielfilme gedreht hat, und das war so in den Jahren 1912 bis 1920. Also die 10er Jahre waren so die große Zeit dieser beiden aufkommenden Filmstars, Asta Nielsen und Henny Porten. Nach Kriegsende änderte sich das. Es stieg die UFA auf zu einer ungeahnten Größe. Die UFA 1917 gegründet, ursprünglich als Vehikel für die deutsche Kriegspropaganda, wurde dann nach Kriegsende einer neuen Bestimmung zugeführt. Es kamen neue Gesellschafter hinzu. Die UFA wurde richtig mächtig und stark, war in der Lage, auch kleinere Produktionsgesellschaften aufzukaufen und war vor allem dann in der Lage, Filme mit einem größeren Produktionsbudget zu lancieren, und band dann sehr, sehr bald über den Produzenten Erich Pommer auch künstlerische Talente, die versucht haben, die Kunst mit dem Kommerz zu verbinden. Das waren solche Leute wie Fritz Lang, der diese frühen Monumentalfilme geschaffen hat. Das waren aber auch Namen wie Lubitsch oder Friedrich Wilhelm Murnau. Diese Monumentalfilme schufen wieder ihre eigene Spezies an Stars, und das waren auch Namen, die heute weitgehend vergessen sind. Das waren nämlich Leute wie Lia De Putti, Mia May, Ossi Oswalda, Pola Negri oder bei den Herren Konrad Veit, den kennt man nun noch sehr, sehr gut, weil er dann über England nach Amerika ging und da eine große Karriere noch gemacht hat im Hollywood-Film. Es waren aber auch solche Leute wie Paul Hartmann, Harry Liedtke, aber auch schon der frühe Emil Jannings oder der frühe Heinrich George. So, diese Monumentalfilme waren sozusagen stilbildend in den 20er Jahren, die dann Ende der 20er Jahre nochmal sozusagen abgelöst wurden durch ein neues Genre, was dann schon sehr, sehr stark geprägt war durch das Starsystem Hollywoods und auch durch das dort übliche Typecasting. Und für diese Art von Starsystem, was also den Star sozusagen loslöste von seiner natürlichen Figur, von seiner natürlichen Person und so eine Art Kunstfigur schuf, für diese Art von Starsystem stehen Lillian Harvey und Willy Fritsch. Das ist auch kein Zufall, denn diese beiden Stars wurden quasi geschaffen, wiederum durch Erich Pommer, der sich sehr, sehr eng an Amerika orientiert hat. Es gibt auch die Episode, dass Erich Pommer zusammen mit Fritz Lang 1925 schon in die USA gereist ist zu Studienzwecken, also um dort die neuesten auch technischen Errungenschaften der Filmtechnik zu studieren, und bei der Gelegenheit haben sie Filmkameras gekauft, mit denen Fritz Lang dann Metropolis hier in Deutschland gedreht hat. Und Erich Pommer hat sich natürlich auch an dem in Hollywood geltenden Starsystem orientiert und hat hier sozusagen ein Paar aufgebaut, systematisch aufgebaut, was so die Sehbedürfnisse des deutschen Publikums auch sehr, sehr stark bedient hat. Und das waren im Deutschland der späten 20er Jahren eine neue Klientel, die da sozusagen herangewachsen ist. Das waren die Angestellten. Und niemand vermochte so das Angestellte-Milieu, das Milieu der Angestellten besser zu verkörpern als eben Lillian Harvey und Willy Fritsch mit ihren Komödien, Die drei von der Tankstelle, Der Kongress tanzt, aber dann eben auch so die späteren Filme, auf die ich dann noch zu sprechen komme.
Ja, es gab eben mit den Großfilmen Fritz Langs, die ich schon erwähnt habe, dann wieder neue Gesichter. Das waren Brigitte Helm oder auch Gerda Maurus oder auch Gustav Fröhlich. Auch diese Menschen waren eher reduziert in ihrem Ausdruck. Sie hatten nicht mehr dieses Expressive, dieses leicht übertriebene und pathetische dieser frühen Stummfilmstars wie Nielsen oder Henny Porten, sondern sie spielten eher dann im Stil der neuen Sachlichkeit. Der Film der späten 20er Jahre ging dann fast nahtlos über in den Tonfilm. Auch hierfür steht dieses Paar Harvey Fritsch. Und dann muss man dazu sagen, dass diese frühen Tonfilmstars, die wir Anfang der 30er Jahre hier in Deutschland bekommen haben, doch weitgehend ihre Herkunft hatten beim Theater. Und das wiederum ist ein Unterschied zu den Hollywood-Schauspielern. Das Hollywood-Star-System war sehr viel durchlässiger, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass man jetzt in der Stummfilmzeit nicht keine Sprachtechnik beherrschen musste, sondern es reichte zunächst mal, dass man gut aussah, dass man attraktiv war, dass man sich vor der Kamera gut bewegen konnte und dass man eben dieses Minimum an Gebärdensprache beherrschte, was der Stummfilm eben voraussetzte. Mit dem Tonfilm änderte sich das. Man musste eben auch eine Sprachtechnik beherrschen. Man durfte auch keinen Slang oder kein starkes Idiom haben. Das wiederum war ein Grund, warum viele deutsche Schauspieler, die in den 20er Jahren nach Hollywood gegangen waren, bestes Beispiel Emil Jannings, nach Deutschland zurückkehren mussten, weil man ihren starken deutschen Akzent einfach unerträglich fand und sie dann in Hollywood keine Möglichkeit mehr hatten. So, diese deutschen Tonfilmstars hatten weitgehend ihre Wurzeln im deutschen Theater. Das ist also ein kennzeichnendes Signum sozusagen dieser Schauspieler, dass viele von ihnen, um nicht zu sagen die meisten von ihnen, bei Max Reinhardt auf die Schauspielschule gegangen waren, die 1905 gegründet wurde. Viele dieser Schauspieler hatten auch bei Max Reinhardt sozusagen ihre Karriere begonnen und waren dann übergegangen in die Tonfilmproduktionen. Max Reinhardt hatte ja sowas wie ein Theater-Imperium in Berlin aufgebaut. Da gehörten fast ein Dutzend Bühnen dazu, die maßgeblichen Bühnen der deutschen Hauptstadt. Das waren also das große Schauspielhaus, das war das Schiffbauer Dammtheater, das war die Volksbühne, das waren aber auch die Komödien am Kurfürstendamm oder das Theater am Kurfürstendamm. Also er war sozusagen die maßgebliche Adresse, der auch sämtliche Sparten, die es so im Theater gibt, von der hohen Kunst bis runter zur Komödie oder bis zum Revue-Theater, eben fast alles bedienen konnte. Und Max Reinhardt war diese große Talentschmiede dann für den deutschen Film, der weitgehend die der weitgehend im, von der UFA sozusagen übernommen werden konnte. Lillian Harvey und Willy Fritsch nochmal zu sagen, das waren zwei Figuren, die sozusagen auch für die Kontinuität der UFA stehen. Nach dem Februar 1933, als die Machtergreifung Hitlers einen Großteil der jüdischen Filmschaffenden in das Exil trieb, es waren insgesamt mehr als 3000 Filmschaffende, die Deutschland verlassen mussten. Nach dem Februar 1933 waren es eben solche Figuren wie Harvey und Fritsch, die eine gewisse Kontinuität wahrten durch ihre Komödien, die eine gewisse Sorglosigkeit weiter verströmten. Und sie drehten dann Glückskinder zum Beispiel 1935 oder Frau am Steuer 1939. Das wird leicht vergessen, dass also es da auch so einen durchgehenden Strang gibt von der Weimarer Republik, dem frühen Tonfilm der Weimarer Republik, bis in den Tonfilm der 30er, ja sogar späten 30er Jahre hinein. Und diese Art von Unterhaltungskino war etwas, was man im deutschen Film der 30er Jahre auch überaus stark pflegte.
Mit diesem Unterhaltungskino wurden auch natürlich entsprechende Stars hier aufgebaut. Nur der deutsche Film wurde nach der Umwälzung in Deutschland, nach den politischen Umwälzungen vom Ausland eher mal boykottiert. Hauptabsatzgebiet für den deutschen Film waren neben dem europäischen Ausland vor allem die USA. Und hier brach der Export Mitte der 30er Jahre aufgrund dieser Boykottaufrufe geradezu dramatisch ein. Während 1935 noch etwa 40% einer jeden Filmproduktion durch die Auslandserlöse bestritten werden konnten, waren das 1937 gerade noch mal 7%. Also Sie sehen daran, die deutschen Produktionen konnten nicht richtig refinanziert werden. Und aus diesem Grund war die deutsche Filmpolitik, die ja seit 33 oder Ende 33 maßgeblich von Joseph Goebbels bestritten wurde oder gesteuert wurde, war diese deutsche Filmpolitik daran interessiert, neue Stars aufzubauen, die die Exportfähigkeit des deutschen Kinos sozusagen nochmal steigern konnten. Es ist kein Zufall, dass ab Mitte der 30er Jahre eine ganze Reihe von ausländischen Filmschauspielern, Tänzern, Operettenkünstlern nach Deutschland geholt wurden, die dort sehr gut dotierte Verträge von der UFA bekommen haben, um hier in Deutschland Karriere zu machen. Allen voran Johannes Heesters, der 1935 seinen Vertrag abgeschlossen hat, dann Marika Röck, Zara Leander, die Holländerin Ilse Werner wird gerne vergessen, aber ihre Eltern waren Holländer, also zumindest ihr Vater. Oder eben auch die Schwedin Christina Söderbaum, die ebenfalls so Mitte der 30er Jahre nach Deutschland kam und dann sicher auch befördert durch die Ehe oder durch die Beziehung zu ihrem Ehemann, dem Regisseur Veit Harlan, da ihre Karriere gefördert hat. Aber es waren auch zum Beispiel die Russin Olga Tschechowa oder die Ungarin Maria von Tasnádi. Also es war eine Vielzahl ausländischer Kräfte, die sozusagen dem deutschen Film zugeführt wurden, um dem deutschen Film, der im Verruf stand, also jetzt propagandistisch zu sein und provinziell zu werden, so eine gewisse Weltläufigkeit zu verleihen. Wir wissen, dass Goebbels am liebsten auch Marlene Dietrich nach Deutschland zurückgeholt hätte, die bekanntlich 1930, also drei Jahre vor der Machtergreifung Hitlers, mit ihrem Entdecker Josef von Sternberg nach Hollywood gegangen war, um dort ihre Weltkarriere zu starten. Marlene Dietrich aber galt bereits 1937 schon als Kassengift in Hollywood. Sie trug sich also mit Abwanderungsgedanken von Hollywood und es gab über Heinz Hilpert, den Goebbels da losgeschickt hatte, ein Gespräch zwischen Hilpert und der Dietrich in Paris, bei dem Hilpert der Marlene Dietrich also einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag bei der UFA angeboten hat. Marlene Dietrich wollte sich das überlegen und sich dann über Jahresfrist wieder in Deutschland einfinden, um hier mal zu gastieren. Das hat sie dann nicht getan, aufgrund der Entwicklungen in Deutschland, die sich ja zunehmend radikalisiert haben, also was die Verfolgung der Juden angeht, aber auch aufgrund der eigener Entwicklung ihrer eigenen Karriere in Hollywood. Tatsache ist aber, dass diese Stars, die man hier nach Deutschland geholt hat, dass diese Stars ja durch dieses, nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch ihre ganze Art, dem deutschen Film sozusagen wieder zu einer besseren Chance und auf dem europäischen Exportmarkt und auch auf dem überseeischen Exportmarkt verholfen hat. Und das zeigte sich auch dann in den Zahlen vor 39, dass die Akzeptanz deutscher Filme im Ausland wieder größer wurde.
Ich habe in meinem Buch, um jetzt auch mal darauf zu sprechen zu kommen, fünf Uferstars porträtiert. Das sind fünf Damen, die als maßgebliche Stars der Jahre 33 bis 45 gelten dürfen. Das ist einmal Olga Tschechowa, das ist zum anderen Sibylle Schmitz, die hier sozusagen stellvertretend für die vielen Charakterschauspielerinnen im deutschen Film der NS-Zeit stehen. Ich hätte genauso gut Brigitte Horney oder Marianne Hoppe oder Elisabeth Flickenschild nehmen können. Nein, ich habe mich für Sibylle Schmitz entschieden, auch auf einer bestimmten Bewandtnis, weil sie einfach auch so quasi eine Außenseiterin war im Film der NS-Zeit, die aber trotzdem sehr, sehr wohl wahrgenommen wurde, die also auch Karriere gemacht hat im deutschen Film der 30er bis 40er Jahre. Dann selbstverständlich Zara Leander, die Megafrau, die Diva schlechthin. Dann Christina Söderbaum, die sowas wie eine Kindfrau oder eine Opferfrau war in den Filmen der 30er, 40er Jahre. Und schließlich und endlich Ilse Werner. Ich könnte Ihnen jetzt die Unterschiede dieser fünf Damen hier näher erläutern. Das sollen Sie bitte selber nachlesen in meinem Buch. Diese fünf Frauen stehen jeweils für unterschiedliche Typen. Das sind sozusagen Rollenbilder, die durchaus vergleichbar sind mit Rollenfächern, die man auch im Typecasting Hollywoods findet. Also sowas wie Salondamen, das gab es ja auch schon auf dem Theater. Oder solche Erscheinungen wie Ilse Werner, die sehr jung und sehr kess hier die Bühne betreten hat bei der UFA. Die war in Amerika selbstverständlich sowas wie The Girl Next Door. Also solche Typologien, die sozusagen das ganze Spektrum von Zuschauerinteressen und Zuschauerwünschen, Sehnsüchten abdecken, ein solches Spektrum war durchaus auch im Sinne der UFA und des Unterhaltungskinos dieser Zeit. Was mich beim Studium dieser fünf Damen und der Filme, die sie gedreht haben, am meisten frappiert hat, ist, dass entgegen der landläufigen Meinung, dass der deutsche Film eben doch sehr stark propagandistische und ideologische Inhalte nach 33 enthalten hat, dass dieses sozusagen Urteil oder diese Meinung in diesen Filmen überhaupt nicht belegt werden kann. Es gibt selbstverständlich ideologisch geprägt oder ideologisch gefärbte Filme, gar keine Frage, aber das Gros der Filme, in denen diese Damen und wohlgemerkt diese Frauen mitgespielt haben, sind doch eher mal Operettenverfilmungen, das sind historische Lustspiele, das sind Melodramen, das sind Unterhaltungsfilme ohne jeden weiteren Tiefgang. Das sind auch durchaus Frauenfilme, also Filme, in denen eine weibliche Thematik behandelt wird. Also zum Beispiel der Konflikt einer berühmten Schauspielerin oder Frau, die plötzlich merkt, dass ihre Tochter, die erwachsen wird, so sozusagen eine Art von Rivalin ihr da wird und dergleichen mehr. Diese Filme verkörpern so etwas wie den breiten Durchschnitt der damaligen Produktion. Und sie stehen auch für die Tatsache, dass die UFA eben unter anderem eine Filmindustrie war, wobei mit UFA natürlich selbstverständlich auch die anderen Produktionsfirmen gemeint sind, die damals unterwegs waren in Deutschland. Die Filmindustrie wurde hier ja Schritt für Schritt verstaatlicht, das heißt unter staatliche Aufsicht gestellt. Ein Prozess, der 1941 erst abgeschlossen war und der dann dazu führte, dass sozusagen die gesamte deutsche Filmproduktion als UFA firmierte.
So dieser Durchschnitt an Produktionen, in denen diese Filmstars eine Rolle gespielt haben, steht sozusagen für die repräsentativ für die deutsche Filmindustrie, die eben auch unter anderem finanzielle Interessen hatte, nicht nur ideologische Interessen, die sie sozusagen aus dem Propagandaministerium diktiert bekommen hat, sondern kommerzielle Interessen. Es gab hier sicherlich einen Zielkonflikt und es gab mit Sicherheit auch Produktionshäuser, so wie die Tobis, und es gab bestimmte Produktionen, die einen explizit propagandistischen Auftrag hatten. Aber das Gros der Filmproduktion der Jahre 33 bis 45 hatte doch einen unterhaltenden Charakter. Ich sprach, um nochmal zurückzukommen auf diese unterschiedliche Typologie an Frauen und was sie dort bedient haben. Also wie gesagt, die Salondame, eine Olga Tschechowa, stand in einem krassen Gegensatz zu den sehr eigenwilligen, zum Teil verschrobenen und zum Teil tragischen Filmen, die so eine Ikone wie Sibylle Schmitz in den Filmen der 30er und 40er Jahre dargestellt hat. Es ist ein Phänomen, dass eine solche Außenseiterin, Sibylle Schmitz war bekanntermaßen lesbisch, sie hatte Alkoholprobleme und sie hat so eine Aura des Geheimnisvollen kultiviert um sich, wie eine solche Figur im deutschen Film der Nazizeit reüssieren konnte. Es ist auch ein Phänomen, dass eine Schauspielerin wie Brigitte Horney Rollen spielen konnte, die so überhaupt nichts mit dem gängigen Frauenbild der Nazis zu tun hatte. Also sprich, sie hat sehr eigenwillige, um nicht zu sagen, störrische Frauen dargestellt, die Konflikte sucht mit Männern, die Herausforderung sucht sozusagen, die also überhaupt nicht so in das Rollenklischee passten, wie man das jetzt so aus Mein Kampf oder so kannte. Wobei zu diesem Nazi-Frauenbild auch nochmal zu sagen ist, dass das einer ständigen Wandlung unterworfen war. Also das, was Hitler in Mein Kampf so zum Besten gab, von wegen, die Frau ist sozusagen die einzige Funktion der Frau oder Aufgabe der Frau ist sozusagen Mutter zu werden und damit erfüllt sie ihre Aufgabe in der Volksgemeinschaft. Eine solche Position wurde natürlich durch die Wirklichkeit schon der 30er Jahre und erst recht dann nach Ausbruch des Krieges Lügen gestraft, als die Frauen herangezogen wurden, in der Industrie ihren Mann zu stehen, und zumal nach Kriegsbeginn und dann erst recht nach Erklärung des totalen Krieges, als diese Frauen dann eben auch scharenweise in die Rüstung mit einbezogen. So, was fanden diese Frauen, die jetzt tagsüber in Rüstungsbetrieben arbeiteten und abends Entspannung im Kino suchten? Diese Frauen fanden oder stießen eben auf Filme, die sie sehr häufig konfrontiert haben mit ihrer eigenen Welt oder mit ihren eigenen Wünschen und Sehnsüchten. Denn auch das dürfen wir nicht vergessen, die Mehrheit des Kinopublikums der damaligen Zeit waren eben Frauen. Die Männer waren spätestens ab 39 dann weitgehend an der Front und es waren die Frauen, die sozusagen auch durch ihr Verhalten an den Kinokassen die Programmpolitik der deutschen Filmindustrie beeinflusst haben. Sie haben dort eben sozusagen Idole gefunden, ihre eigenen Sehnsüchte, ihre eigenen Sehsüchte, in denen sie sich wiederfinden konnten. Und es ist kein Zufall, dass diese Frauen, dass diese Stars, wie ich sie in meinem Buch porträtiert habe oder wie sie in diesen Filmen eben auftreten, häufig Frauen verkörpern, die sehr starke Frauen, die sehr autonome Frauen darstellen. Frauen, die also scheinbar gar keine Männer zu brauchen scheinen. Gerade so eine Schauspielerin wie Olga Tschechowa, die in solchen Unterhaltungsfilmen, von denen sie also etwa 60 bis 70 gedreht hat, die also absolute sozusagen Mittellage waren, durchschnittliche Filmproduktion waren, dass sie solche Frauen immer wieder verkörpert hat.
als Salondamen, die sie also sozusagen finanziell abgesichert war, die aber keine Männer um sich herum hatte, die also lieber mit ihrer erwachsenen Tochter die Wohnung teilte, die allerhand Herausforderungen, Abenteuer zu bestehen hatte, unter anderem auch in Krimis verwickelt wurde. Eine solche Frau war ja im Grunde genommen eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Gesellschaft der 30er, 40er Jahre. Aber trotzdem war eine solche Frau dann gleichermaßen auch eine Ikone des deutschen Films. Denken Sie an Sarah Leander, die eindeutig sowas wie ein Ersatz sein sollte für Greta Garbo. Das war sozusagen der Auftrag, den Goebbels gegeben hatte. Wir brauchen jemand wie die Garbo. Diese Ersatz-Garbo wurde dann in Wien gefunden, wurde systematisch aufgebaut. Selbstverständlich leidet Greta Garbo in einem Großteil ihrer Filme und genauso tut es Sarah Leander in diesen Filmen, die sie dann mit Detlef Sirk, aus dem dann später Douglas Sirk in Hollywood wurde, hier in Deutschland gedreht hat. Denken Sie an La Habanera oder Zu neuen Ufern. Das sind Rollen, die sie da verkörpert, die natürlich die Frau als Leidende zeigen, aber das war nichts, jedenfalls nach meinem Begriff, was sich jetzt nur auf Nazi-Deutschland beschränken ließe, sondern das war sozusagen ein gängiges Frauenbild, was in Europa, was bis nach Hollywood eben sozusagen virulent war. Dann die Opferfrau Christina Söderbaum. Ich würde sagen, dass jemand wie sie am ehesten in dieses Schema passen würde, dass die Frau dem Manne untertan zu sein hat, dass sie zu büßen hat für Sünden, für Schuld, die sie auf sich geladen hat, die dann am Ende sterben muss. Christina Söderbaum geht in drei von, ich glaube, ihrer 8 Filme ins Moor, weshalb sie die Reichswasserleiche dann schließlich genannt wurde. Diese Christina Söderbaum war auf der einen Seite selbstverständlich diese Reichswasserleiche, diese Opferfrau. Gleichzeitig verkörpert sie aber in diesen Rollen auch eine störrische Frau, eine Frau, die sozusagen eine Getriebene ist, die ein Geheimnis in sich hat, die unter einer Erblast leidet. Viele dieser Stoffe, die Harlan verfilmt hat mit Christina Söderbaum, waren aus dem Naturalismus geschöpft. Das waren Vorlagen von Max Halbe, von Sudermann. Das heißt, das hatte auch eine gewisse Tradition, die jetzt nicht unbedingt auf den Nationalsozialismus festzunageln ist, sondern die also weit darüber hinausreicht. Und diese sozusagen diese Momente bei einer Christina Söderbaum, die nicht kontrollierbar sind, die nicht beherrschbar sind, das spielt in fast allen ihrer Filme eine ganz, ganz wichtige Rolle. Das heißt, auch hier haben wir wieder so etwas wie eine weibliche Autonomie, die durch männliche Kraft zwar gebrochen wird letztlich, aber die doch sozusagen darüber hinausreicht, als so als eine Art Mehrwert, der in diesen Filmen nicht bewältigt ist, der dann auch nach dem Tod dieser Frau immer so als wie ein großes Fragezeichen im Raum steht. Ja, und dann last but not least Ilse Werner, die Kesse. Sie wurde genauso wie Christina Söderbaum als Reichswasserleiche gehandelt wurde Christina Söderbaum, wurde Ilse Werner als die Durchhaltemieze gehandelt. Sie kam sehr jung zum Film. Sie war kaum 20, als das Dritte Reich zu Ende war, und hat aber in einigen maßgeblichen Filmen, die also einen überragenden Erfolg auch hatten im Nazi-Kino, die Hauptrolle gespielt. Der Spitzname Durchhaltemieze rührt wahrscheinlich aus dem Film Wunschkonzert her, in dem sie die Hauptrolle spielte. Es war ein überragender Erfolg und hier hat es Goebbels verstanden, Propaganda geschickt zu verpacken in einen Unterhaltungsstoff, der es wert wäre, dass man einen ganzen Vortrag nur über diesen Film hält. Ich habe das auch schon mal getan. Das ist wirklich eine der raffiniertesten, der professionellsten Leistungen von Propaganda und Unterhaltung.
In diesem Film spielt sie so etwas wie eine Frau, die sozusagen auf ihren Mann zu Hause wartet, die sozusagen die Heimatfront verkörpert, während der Mann da draußen für Deutschland kämpft. Und das ist eine Frau, die ansonsten noch ganz andere Rollen verkörpert hat. Ich denke an einen Film, den sie auch mit Helmut Keutner gespielt hat. Wir machen Musik. Wir machen Musik zeigt sie als eine junge, aufgeweckte, selbstbewusste Frau, die ihrem Mann, der ein richtiger Schlappschwanz ist, entscheidungsschwach, eine Profilneurose hat, erklärt, wo es lang geht. Die beide sind Musiker. Sie spielt in einer Jazzband. Der Ehemann oder angehende Ehemann hält sich für einen großen Komponisten, der also in höchsten Tönen von seiner eigenen Karriere schwelgt, aber einfach nichts zu Wege bringt. Und sie verdient in einer Damen-Jazz-Kombo ihr Geld und ihre Spuren und zeigt ihm dann schließlich, wie man es anstellen kann, um sozusagen fit zu überleben. Sie ist die Patente, sie ist die Selbstbewusste, letztlich die Autonome, die ihren Schwächling von Mann da an der Hand nimmt. Und solche und ähnliche Rollen finden Sie zahlreiche in den Filmen aller fünf Frauen, die ich da porträtiert habe. Deshalb ist es lesenswert, sich das auch nochmal sozusagen vor Augen zu führen und auf die Widersprüchlichkeiten zu stoßen, die in der Filmproduktion der 30er und 40er Jahre, also das, was wir heute NS-Kino nennen, enthalten sind. So viel in groben Zügen zum Starsystem der UFA-Jahre 33 bis 45, so viel auch in ganz groben Zügen zu meinem Buch, aber ich möchte Ihnen noch ein paar Worte zu Große Freiheit Nummer 7 sagen, der Film, den Sie jetzt gleich im Anschluss sehen werden, ein Film von Helmut Keutner, der damals gerade 37 Jahre alt war, ein Farbfilm. Ein Film, der im Grunde auch für den Export bestimmt war, so wie alle deutschen Farbfilme der Jahre 39 bis 45. Es gibt vielleicht eine einzige Ausnahme und das war Kolberg, der zugleich der größte Flop der deutschen Filmgeschichte war. Alle anderen Filme, die in Aquacolor gedreht wurden, waren bestimmt eben auch als die Wiesenbringer sozusagen auf dem europäischen Kontinent für Kasse zu sorgen. Das haben sie auch getan. Das hat auch den Inhalt und den Stil dieser Filme geprägt. Keiner dieser Filme enthält in irgendeiner Form so etwas wie aktuelle Zeitgeschichte, sondern die meisten dieser Filme sind Literaturverfilmungen, sind Revuefilme, sind Unterhaltungsfilme. Keiner dieser Filme enthält irgendein Hoheitsabzeichen, sowas wie ein Hakenkreuz oder so oder Hitlergruß, alles undenkbar. Das hat diesen Grund, dass diese Filme eben auch in Frankreich, in Ungarn, in Österreich oder in Polen laufen sollten, aber eben auch sehr erfolgreich übrigens in der Schweiz oder in Schweden gelaufen sind. So, diese Farbfilme hatten also einen bestimmten Auftrag und umso mehr, umso bemerkenswerter ist es, dass Große Freiheit Nummer 7 überhaupt nicht in dieses Raster passt. Große Freiheit Nummer 7 ist sowas wie ein Zeitfilm, also ein Film, der im Grunde genommen im Jahre 1940 oder 42 an einem ganz bestimmten Ort spielt, nämlich in Hamburg und nicht nur irgendwo in Hamburg, sondern im Hamburger Rotlichtmilieu. Auch das ist höchst bemerkenswert. Wir sehen Prostituierte bei der Arbeit, also nicht wie Sie vielleicht meinen, sondern sozusagen bei der Akquise, bei der Kundenakquise in diesem Film. Wir sehen die ganzen Schattenseiten dieses Milieus auf St. Pauli. Es wird oft behauptet von Filmwissenschaftlern, der deutsche Film der NS-Zeit sei prüde gewesen. Das halte ich geradezu für abwegig. Wenn Sie mal bedenken, dass es ab
ab 1930 in den USA den sogenannten Hays Code gab. Das war sozusagen die Selbstverpflichtung der amerikanischen Filmindustrie, gewisse moralische Standards einzuhalten in den Filmen. Dieser Hays Code wurde 1934 Verpflichtung für die Filmstudios. Das heißt, jedes entblößte Frauenbein war in diesen Filmen schon zu viel. Dieser Hays Code hat übrigens bis 1968 wurde dieser Hays Code aufrechterhalten, bevor er dann fiel. In Deutschland gab es sowas nicht. In Deutschland gab es eine politische Zensur, aber mit Sicherheit keine Zensur, was freizügige erotische Szenen angeht. Ich könnte Ihnen ein halbes Dutzend ähnlicher Szenen nennen, in denen entblößte Frauenbrüste zu sehen ist und dergleichen mehr. Kommen wir zurück zu Große Freiheit. Dieses Milieu, was in seinen ganzen Schattenseiten auch gezeigt wird, repräsentiert einen neuen Filmstil, der in Anfang der 40er Jahre in Europa Einzug hielt. Wir sprechen vom poetischen Realismus. Wir in Italien von Rossellini, sehr früh Rom offene Stadt und dergleichen mehr gepflegt wurde, wie er auch in Frankreich entstand. Und Helmut Keutner, der 37-jährige Helmut Keutner, hat es fertiggebracht, diesen Art von poetischen Realismus hier in Deutschland zu kultivieren. Und er hat dafür die Mittel bekommen, um sozusagen mit einem großen Etat so etwas farbig realisieren zu können. Ilse Werner spielt hier die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle, eine Frau zwischen zwei Männern. Hans Albers, der alternde Seemann, der Mann mit Vergangenheit, der eine Geliebte eben auf St. Pauli hat, auf der großen Freiheit. Der sich nicht so richtig entschließen kann, mit dieser jungen Frau, mit dieser deutlich jüngeren Frau eine gemeinsame Zukunft zu beginnen. Auf der anderen Seite Hans Sönker, der so nach dem Motto lebt, wer wagt, gewinnt. Das ist ein Motto, das Sie hier auch gleich sehen werden auf einem Spielautomaten. Und Ilse Werner, die sich eine ganze Weile nicht so richtig entschließen kann, zu wem sie jetzt gehen soll, verkörpert eine durchaus auch selbstbewusste Frau, eine Frau, die die Anfeindungen, die sie erlebt hat aufgrund ihrer eigenen kleinen Vergangenheit mit dem Bruder von Hans Albers, durchaus selbstbewusst zu parieren weiß. Der Film wurde ab Mai 1943 in Hamburg, so wie man heute sagen würde, on location gedreht. Ziemlich bald verhinderten die Bombenangriffe auf Hamburg die weitere Produktion vor Ort. Erhalten geblieben sind Ansichten aus der Hafengegend, also St. Pauli Landungsbrücken, das kann man hier sehen. Übrigens auch den alten Kaiserspeicher, hochinteressant, wenn Sie den Schwenk sehen auf den alten Kaiserspeicher, das ist im Moment die teuerste Baustelle Deutschlands, nämlich die Elbphilharmonie. Hier sehen Sie ihn nochmal im Originalzustand vor der Zerstörung, auch vor der Kriegszerstörung. Es wurden also einige Hafenbilder wurden gedreht, aber die Große Freiheit selbst musste im Studio nachgebaut werden. Zunächst mal in Babelsberg und dann musste man aber auch dort der Bombenangriffe ausweichen auf die Barrandov-Studios in Prag, wo dann schließlich der Film zu Ende produziert wurde, also unter sehr schwierigen Bedingungen. Es gab lange Ruhezeiten, in denen also überhaupt nichts geschehen konnte. Der Film wurde dann des Jahres 1944 fertiggestellt und kam nicht mehr in die Kinos. Goebbels befand, dass er einfach nicht mehr in die Zeit passte. Es ist oft darüber gemutmaßt worden, was jetzt der besondere Grund dafür ist, dass dieser Film nicht freigegeben wurde. Es war aber nichts Besonderes in diesen Monaten, als der totale Krieg sich sozusagen der Entscheidung näherte. Es wurden viele Filme einfach zurückgezogen, weil Goebbels befand, dass sie einfach nicht mehr die Stimmung der Stimmung der Bevölkerung förderlich waren. Denken Sie an Titanic, war auch so ein Beispiel. Es wurden teure Filme aus dem Verkehr gezogen,
weil sozusagen die Kriegssituation sich dahingehend entwickelt hatte, dass man das dem deutschen Kinopublikum einfach nicht mehr zumuten wollte. Große Freiheit wurde dann erst im November, meine ich, 1944 im besetzten Prag aufgeführt und gelangte erst nach Kriegsende in die westdeutschen Kinos und wurde erst 1967 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Ja, heute sehen wir ihn in wunderbaren Aquacolorfarben zur Gänze auf der großen Leinwand. Ich freue mich drauf. Ich habe ihn vor wenigen Tagen erst noch mal gesehen, aber nur als DVD. Und heute freue ich mich ganz besonders auf das Erlebnis im Kino. Vielen Dank. Was ich sehr, sehr spannend finde, vielleicht als erste Frage, die Inszenierung von Stars. Ich meine, so krasses Augenlicht, wie Hans Albers da ja dann in einer der letzten Szenen hat, das kennt man ja wirklich sonst eher aus dem Hollywood-Kino. Wer hat da wen beeinflusst und gab es wirklich diese Stars mit diesen, ja, ich sag mal, festen Regelungen und Allüren, die das im Vertrag auch stehen hatten, wirklich auch in Deutschland? Naja, also im Vertrag stand es nicht, aber Hans Albers hatte bekanntlich ja sehr hellblaue Augen. Und Werner Krien, der Kameramann dieses Films, hat natürlich Wert darauf gelegt, dass die auch zur Geltung kommen. Und das war nicht nur in diesem Film so, sondern das war so eine Spezialität von Hans Albers. Und übrigens nicht nur von ihm, aber als Mann ist das schon ziemlich selten, dass er so ein Augenlicht bekommen hat, was normalerweise immer so die Hollywood-Stars bekommen haben. Welche Rolle spielte denn die Musik dazu auch noch vielleicht? Weil das ist ja doch schon sehr auffällig, dass man gerade immer, dass er diesen Erfolg hatte. Er war ja schon in der Stummfilmzeit auch sehr erfolgreich und er war einer der wenigen, die das dann geschafft haben, dann wirklich zum Star zu werden in der Tonfilmzeit. Können Sie da vielleicht noch ein paar Worte über ihn sagen und welche Rolle der Schlager auch in der Star-Inszenierung gespielt hat? Ja, also Hans Albers hat auch schon immer gerne gesungen und Leute, die singen oder musizieren konnten, hatten natürlich im Tonfilm dann sofort einen Startvorsprung. Und das kam bei Hans Albers auch zum Tragen. Er spielte ja auch Akkordeon oder Knopfakkordeon und sang eben sehr gut. Und das war eben sozusagen auch eine Art von Doppelvermarktung, die da stattfand. Man hat ja auch Zarah Leander zum Beispiel vor allem deshalb aufgebaut zum Star, weil sie vor allem vorher schon eine bekannte Sängerin gewesen war. Also in erster Linie eine Sängerin. Und ihre schauspielerischen Qualitäten hat sie selbst ja eher als mal bescheiden eingeschätzt, eben so wie Marika Röck, die ja auch vor allem eine Tänzerin war. Also diese Fähigkeiten kamen der Karriere von Hans Albers sicher zugute, ebenso wie bei Heinz Rühmann. Umgekehrt waren eben Schauspieler, die nicht so gut im Sprechen waren, dann benachteiligt, als der Tonfilm aufkam. Und viele Karrieren sind auch daran gescheitert. Gibt's von Ihrer Seite Fragen? Also vielleicht noch mal zu dem Schlager La Paloma. Das ist ja ein spanischer Schlager, ein spanisches Volkslied gewesen, was um 1880 herum popularisiert wurde und was ja schon auch vorher existierte. Und dieser Film ist eben eine wunderbare Hommage auch an dieses Lied. Also wenn ansonsten keine Fragen sind, sage ich auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag und den tollen Film. Nochmal Ja, einen Applaus ich für Friedemann danke Baier Ihnen, ja. und Helmut Und Kottner. vielleicht sieht man sich demnächst mal wieder zu anderen Filmen aus dieser Zeit oder auch zu anderen Filmen der Vergangenheit. Genau. Und Dankeschön. draußen liegen die Bücher auch noch aus. Sie können gerne nochmal einen Blick reinwerfen und auch der Museumsshop oben. Da sitzt auch noch eine Kollegin. Also da können Sie gerne nochmal zuschlagen. Also. Von der Reeperbahn in hellem Licht, die sind doch praktisch im Krieg gedreht worden. Also, ja, da war Verdunklung, das ist richtig. Die Aufnahmen von der Reeperbahn, es war also genauer gesagt die große Freiheit, die dort ja so das zentrale Motiv war, das wurde nachgebaut. Das wurde im Studio nachgebaut, also zunächst in Babelsberg und als dann dort die Verhältnisse immer schwieriger wurden, hat man das Motiv nach Prag verlegt in die Barrandov-Studios. Was tatsächlich.
in Wirklichkeit gedreht wurde, das waren die Szenen im Hafen, also diese Hafenrundfahrt und direkt unten da an den St. Pauli Landungsbrücken. Das wurde ja bei Tageslicht auch gedreht. Alles andere wurde im Studio gedreht, sehr aufwendig, wie Sie sehen konnten. Ja. Und das Schiff, die Pamir, die ist das hier in Eschen? Padua, ja. Pamir ist gut, ja. Ja, möglicherweise war das sogar die Pamir, keine Ahnung, das wurde dann umfirmiert. Und dieser große Speicher, der Kaiserspeicher mit diesem Turm, der existierte so tatsächlich bis vor der Zerstörung Hamburgs durch diesen mörderischen Angriff im Sommer 1943. Und wurde danach wieder aufgebaut und ist heute gerade dabei, zur Elbphilharmonie zu werden, die dann hoffentlich irgendwann mal fertig wird. Gut, wenn es das von Ihrer Seite war, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Einen schönen Abend noch.